Hallo meine Lieben, ich bin jetzt ja hier in Cottbus, weiter auf meiner Reise, meiner Gesichter des Friedens Reise und bin auf Besuch hier bei denen. Ja, das ist Manning, ich bin der Ingo Karas und ja, ich würde dann mal auch ein bisschen dazu sagen, wer er ist oder sie ist und wie ich dazu gekommen bin und was er für den Frieden gemacht hat. Okay. Also das Thema ist im Prinzip dann ja Whistleblower. Was ist ein Whistleblower? Es ist kein deutsches Wort. Es ist auch ein Wort, was sich eben schwer anders ausdrücken lässt. Es kommt aus dem Englischsprachigen, das ist ein Slang. Also wenn man sich so direkt übertragen möchte, würde man eben Alarmpfeifenbläser sagen. Also jemand, der Alarm schlägt. Ja? Der, also die Whistle, die Alarmpfeife benutzt, um Alarm zu schlagen, um auf etwas hinzuweisen, wo ein Missstand ist, wo etwas praktisch nicht bekannt ist, etwas nicht öffentlich ist. Praktisch etwas, was unter dem Teppich gekehrt wurde. Ja, und das haben wir ja in diesem unserem Lande sehr oft, sehr viel. Und ja, gerade in diesem unserem Lande ist es besonders prekär, wenn man das wagt, etwas öffentlich zu machen, einen Missstand öffentlich zu machen, dass man dann durchaus Repressalien ausgesetzt wird. Regulär ist es jetzt nicht so wie bei Manning, dass man eingesperrt wird. Aber man wird auf jeden Fall auch ausgesperrt, man verliert seinen Job. Also Manning war ja in Amerika, ne? Mhm, ja. Und Manning ist für mich insoweit auch in besonderer Weise eben damals Soldat. Und als Soldat eben ja dann aber auch so sensibilisiert und hat es eben gewagt, hat eben etwas an WikiLeaks geliefert und es wurde öffentlich gemacht, neben vielen Schriften, aber eben auch Bild, Videobild, was relativ bekannt, also was man im Internet ohne weiteres finden kann, das Kollateralmörder-Video, also Kollateralschaden, also es ist ja die Sprache der Militärs, wenn sie da irgendwie etwas machen, sie lassen schießen irgendwie auf generische Soldaten und es kommen Zivilisten zu Tode, sind das Kollateralschäden. Und man sieht in diesem Video, das ist so eine Aufnahme aus einem Flugzeug heraus, wo die dann da runterschießen. Sie halten dort so eine Gruppe von Männern, die da so laufen, halten sie für Gegner, sind aber Männer, die da einfach so da die Straße runtergehen. Und da sind zwei Fotojournalisten auch da, Fotoreporter mit dabei. Und diese Fotoapparate werden für Waffen gehalten und deswegen schießen sie da los. Werden alle getötet. Man sieht das auch richtig so im Bild, ne? Also die fallen um und Staub wirbelt hoch und alles und so. Und dann kreist der nochmal rum. Und dann kommt jemand zu Hilfe mit seinem Auto, will auch Verletzte, also ein paar sind verletzt, sind nicht alle sofort tot. Er wagt es dort, die eben praktisch zu bergen und will die wahrscheinlich zum nächstgelegenen Krankenhaus oder was befördern. Ja, und dann schießen die halt nochmal und so. Das sieht man alles so in diesem Video, kann man mal eingeben, praktisch Manning und Kollateralmörder. The onboard camera of this attack helicopter is targeting a group of people in a neighborhood in Baghdad. Among them are two journalists from the news agency Reuters, the photographer Naminu Eldin and his assistant Said Hamiga. The men can neither see nor hear the helicopter that is stalking them. It is too far away. The pilots mistake Nur Eldin's camera for a weapon. And attack them. Let me know when you have it. 4-2. Light them all up. 002 traffic, 260. Come on, fire. I ride it. Scenes that resemble a video game, but what you see here is real. Real people. The pilots are laughing, making macabre jokes. God damn it, Kyle. Sorry. I hit my head. The video shows how Reuters employee Said Hamiga is struggling for his life. He survived the first shots fired from the attack helicopter. The pilots are still keeping track of him. Meanwhile, Salim Atasha Tumal and his two small children, Sayad and Duaha, are on their way to school. From his van, he sees the wounded Reuters employee lying on the curb. Tumal stops the car, gets out to help him. His two little children remain in the front of the van. The pilots request permission to shoot, again and again. Roger. Break. Crazy Horse 1-8, request permission to engage. Picking up the wounded. Yeah, we're trying to get permission to engage.
Come on, let us shoot. The father is unaware of all of this. He does not even notice the helicopter above him. Tomal wants to rush the wounded Reuters employee to a hospital. His compassion will seal his fate. 1-8, clear. Come on. Clear. Clear. Orange. Even when the soldiers realize that they have shot children, they only hesitate for a moment, then make cynical remarks from the air. Oh, it's their fault for bringing their kids to a battle. That's right. And this man is being blamed for illegally downloading it from a secured army network. 23-year-old Bradley Manning. Und also das ist für mich so ein bisschen auch, wo wir sind ja, wir ist ja schönerweise, dass wir, dass der Krieg, der Zweite Weltkrieg lange her ist und dass viele Generationen, wie auch meine, ja praktisch nicht so die Empathie haben und wissen richtig, was Krieg bedeutet, ja, und wie es ist. Und da sieht man es mal so ein bisschen. Und wenn man ein bisschen sensibilisiert ist, wenn man da nicht völlig schon abgestumpft ist, dann ist das nachvollziehbar, was Krieg bedeutet. Vor allem, was Krieg bedeutet, wo sie meinen, es in unserem Namen führen zu können und zu wollen. Und die Friedensbewegung war ja mal doch zahlenmäßig größer, stärker. Und ich, meine These ist, dass das auch einfach darauf zurückzuführen war, dass die Bevölkerung sich bedroht sah durch die Raketen, durch die SS-20 und die Pershings. Und jetzt ist es so, dass die vielen Brände, die vielen Kriege doch noch irgendwo fern sind. Es kommen zwar Geflüchtete jetzt zu uns ins Land, aber ja. Und deswegen auch sein Verdienst von Manning halt, dass er da mal was öffentlich gemacht hat, was eben auch eigentlich die Emotionen ansprechen müsste. Für mich war es so und deswegen ist er für mich eine ganz wichtige Person. Und Whistleblower, also ich bin hier auch an meiner Arbeitsstelle damals eben auf einen Missstand, das ließ sich nicht klären, es wurden Studierende mit Behinderung diskriminiert, was eigentlich in jetziger Zeit, das ist schon 3 Jahre her, 2013, 2014, die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung ist eigentlich, es gibt einen gesellschaftlichen Konsens, sind wir nicht, nicht? Also wir haben uns weiterentwickelt, wir sind inzwischen, wir haben eine Zivilgesellschaft, sowas kann nicht von Dauer bestehen bleiben eigentlich, es müsste sich klären lassen, ne? Aber es ließ sich nicht klären, es wurde sogar noch von der damaligen Hochschulpräsidenten dann für richtig befunden und so, und das war eigentlich... Also die Bestände, was? Meinungsverschiedenheiten? Ja, es gab einen Studiendekan, der mir schriftlich mitgeteilt hat, dass er in seinem Studiengang keine blinden Studienbewerber zulassen wird. Ja, also man möchte sich vorstellen, dass jemand bewirbt sich, ein junger Mensch bewirbt sich und er kriegt nicht diesen Studienplatz, weil er eine Behinderung hat. Ist das üblich? Gegen den gesellschaftlichen Konsens, das will niemand von uns. Wir hier in der Mehrheit wollen sowas nicht. Es steht auch im Grundgesetz, Artikel 3, da steht der einfache Satz, niemand darf aufgrund seiner Behinderung benachteiligt werden. Ja, eben. Und sinnigerweise war es auch der Studiengang Physiotherapie, das gibt es noch nicht, gar nicht mal so lange, dass man Physiotherapie auch als Bachelorstudiengang eben jetzt studieren kann. Das ist eine gute, qualifizierte Ausbildung, Berufsausbildung bisher, aber das gibt es jetzt auch als Studiengang. In besonderer Weise ist es halt ja auch so, dass die Physiotherapie, ja, also wenn man mal betrachtet, ja, also die chinesische Heilkunde kennt das schon lange, ich glaube vor 300 Jahren, da gab es so der chinesische Kaiser, der so ein bisschen verfügt hat, dass eben Blinde und stark Sehbehinderte aufgrund der taktilen Fähigkeit, ne, also die mit den Händen, mit den Fingerkuppen dort per Tasten eben die Umgebung und sonstiges zu vermitteln. Man kennt es vielleicht, ich habe es ja vorhin schon so kurz gesagt, ne, also es ist ja inzwischen festgelegt auch in sämtlichen europäischen Ländern, dass Medikamentenschachteln mit blinden Punktschrift beschriftet sein müssen. Ne? Und da kennt man das, diese. Das können Blinde abtasten, die Feinfühligkeit ist gegeben. Und in der Massage und in anderen Dingen der Physiotherapie sind da Blinde in China seit vielen hundert Jahren schon drin. Und da kann es nicht angehen, dass hier im Jahr 2014 dass jemand einen Studiendekan dann nur jemand ausschließen will. Ich habe mal gelesen, dass das Blinde gerade irgendwie, weil sie eben so ein Feingefühl haben, also Krebs besser tasten können, wenn die was abtasten im Körper. Ja. Ja, auch jetzt bei den Frauen, nicht, ob da Knötchen sich bilden in der Brust und so, das machen dann blinde Frauen dann auch. Nicht? Dann braucht man da nicht die Mammographie oder wie das heißt. Da gibt es auch einen technischen Apparat dafür, um da was festzustellen. Und das kann man aber auch durch Attasten eben sensibilisiert eben wahrnehmen. Ja. Und der hat mir das geschrieben. Er meinte, das kann er so schreiben. Und das wird sich klären, weil wir auch...
Also an dieser damaligen Fachhochschule, in den anderen Bereichen hatten wir da alles technisch vorbereitet. Ich habe ja selber damit zu tun gehabt. Ich bin ja Techniker. Ja, wir haben da PC-Technik, dass Blinde Texte lesen können, dass sie Grafiken tastbar bekommen. Das hatten wir alles vorbereitet. Und deswegen hätte das auch, also bei einer vorherigen Präsidentin wurde das sehr gefördert. Das war alles vorhanden. Und deswegen war es für mich absolut nicht akzeptabel, dass das auch nicht sich klären ließ. Und dann wusste ich ja eigentlich auch, also ich hatte den eigentlich auch mir gedacht, das ist der gesellschaftliche Konsens, der da besteht. Und wollte aber natürlich schon, ich bin ja doch, sehe mich eigentlich doch als friedfertigen Menschen an. Nicht? Also man versucht, den Gegenüber zu verstehen oder auch zu argumentieren und so weiter, aber das wollte der da irgendwie nicht. War auch so eine Standessache, nicht? Also er angehender Professor wird sich da nicht mit so einem Techniker. Wie auch immer, es klärte sich nicht. Und ja, wenn so ein junger Mensch wie Bradley Manning, damals war er, glaube ich, 18 oder 19, im Militärgefängnis sitzend und es gewagt hat, dieses Video da und andere Dinge eben zu liefern und da ja auch rechnen musste, dass es herauskommt, dass sie ihn eben einsperren werden, dass sie ihn ermitteln werden und so weiter. Nicht? Das war ihm bewusst wahrscheinlich, ne? Nee, der hat das nicht gewollt. Er hat das als anonymer Whistleblower gemacht, aber so, okay. er ist verraten worden. Er ist von einem anderen Online-Aktivisten verraten worden. Ja. Oh. Und, weiß man das, wer das war? Ja, ich habe jetzt den Namen nicht, aber das könnte man herausbekommen. Und was ist denen passiert irgendwie? Dem ist nichts passiert. Der hat, glaube ich, vom CIA, NSA oder irgendwie so, der hat da, glaube ich, das weiß ich nicht so. Von der Gemeinde her, ich meine, von der Online-Gemeinde irgendwie auf sich gezogen hat, weiß man nichts davon wahrscheinlich. Ja, es gibt einen Song von David, ich will mal den Namen, das ist so ein bisschen meine Bildungsart, ich habe ja eine Namensschwäche, also das könnte man nachsehen. Es gibt einen Song, da wird er auch namentlich genannt und dass er, ja, dass er eben das hätte nicht so tun sollen. Naja. Okay. Also Whistleblower sind ja auch umstritten, nicht wahr? Nicht? Wir sind ja die Geächteten, ja. Wir sind eigentlich die Verräter. Also du, wir verraten allerdings, ja, was verraten? Wir verraten den Missstand und wir tun das jetzt nicht um uns selbst da irgendwie, sondern eigentlich ja, weil wir es ja. Wieso siehst du dich als Whistleblower? Ja, man hat mich so bezeichnet mit dieser Sache damals. Ich habe einen Missstand öffentlich gemacht, ich habe das gemacht und ich bin auch engagiert jetzt, nachdem ich, bei mir war es ja relativ, ja, also wo ich drin gesteckt hatte, war es für mich schon sehr kolossal, aber wenn ich jetzt auf Rückblick schaue, waren es im Prinzip 10 bzw. 11 Monate nur und andere sitzen da im Gefängnis oder sind 7 Jahre lang ausgesperrt aus ihrer Arbeit, also brauchen 7 Jahre, bevor sie dann juristisch was erreichen, beziehungsweise andere erreichen wir juristisch gar nicht, haben es so richtig schwer, weil dann die Gegenseite dann auch noch es schafft, mit Privatdetektiven in den Freundes- und Bekanntenkreis hinein negativ zu wirken. Und so da. Und deswegen bin ich eben nach dieser Erfahrung auch, habe ich mich organisiert und ich versuche eben auch per Organisation da eben Unterstützung zu bringen und so. Es gibt ein Whistleblower-Netzwerk, kann man auch herausfinden, Whistleblower-Netzwerk, also als Vereinsform ist das gebildet. Ich habe mich dort dann angeschlossen. Ach, das gab es vorher schon? Okay. Ja, ich habe auch von denen Hilfe bekommen. Mhm. Also die haben da auch mal etwas ins Internet geschrieben zu der Problematik, die ich damals hatte. Mhm. Und das ist ja die Chance, wenn du herausgeschmissen bist und so, dann bist du ja erstmal weg. Du kannst also man hat dich von der Uni hat man dich rausgeschmissen. Damals war es noch die Fachhochschule. Und es war auch nur ein Problem dieser Fachhochschule. Also schönerweise ist es jetzt, also diese Fachhochschule wurde der Uni angegliedert und so im Nachhinein und mit der jetzigen Leitung da. Also so eine größere Einrichtung wie so eine Universität, da gibt es auch unter den Kollegen, Kollegium, da gibt es auch dann viel mehr Leute, die sowas genauso wie ich sehen als gesellschaftlichen Konsens. Das war damals so eine Sondersituation. So in kleinen Strukturen kommt das hier und da immer mal vor. Also das ist eigentlich so ein Missstand, der eigentlich unfassbar, dass das zu sowas überhaupt noch gekommen ist. Ne? Ja, aber es gibt natürlich andere Missstände, wo
Leute eben agieren gegen andere oder sich bereichern und so. Deswegen gibt es dieses Netzwerk, dass man die Leute zusammenkommen und sich gegenseitig unterstützt, wenn man irgendwelche Missstände aufdecken will. Das ist dieses Whistleblower-Netzwerk. Ja, ja. Mhm. Und da kriegt man dann Hilfe, also Rat oder, oder wie kann man sich das vorstellen? Ja. Naja, im Prinzip auch nicht so besonders bekannt, weil viele, die jetzt Missstand öffentlich gemacht haben, haben den nicht selber aufgemacht, sondern haben die Informationen gegeben. Sie sind anonyme Whistleblower und sie sollten zum jetzigen Zeitpunkt in diesem Lande auf jeden Fall auch anonym bleiben. Manning wollte ja auch anonym bleiben, nicht? Er hat aber eben leider in einem Online-Jet sich einem anderen anvertraut. Das hätte er nicht tun sollen und das sollten auch viele anonyme Whistleblower hier in unserem Lande nicht tun. Und, weil wir haben keinen Schutz, es gibt keinen Schutz. Es gibt in anderen Ländern gibt es ein Whistleblower-Schutzgesetz, hier gibt es keinen Schutz. Was? Es gibt ein Whistleblower-Schutzgesetz? Echt? In anderen Ländern gibt es das, ja. Also in diesem, es ist in der Entwicklung. Es gibt schon Länder, die da sowas haben, wo man auch juristisch, also es gibt auch eine ganz tolle Frau, eine ganz tolle Whistleblowerin hier in unserem Lande in Berlin, die Brigitte Heinisch, die hat was ganz Wichtiges erreicht damals, vor Jahren schon. Eben, sie hat das eben 7 Jahre durchgestanden, den juristischen Weg zu gehen. Sie hat vor dem Arbeitsgericht geklagt gegen ihre Kündigung. Sie hat auch, denke ich mal, für viele nachvollziehbar eben diesen Missstand öffentlich gemacht in dem Altenpflegeheim, wo sie gearbeitet hat als Pflegerin. Absolute Personalmangel. 2 Leute auf der Station, auf der Etage für, weiß ich nicht viel, also keine Zeit für ein persönliches Wort, die Leute nicht richtig auch versorgen können, unhaltbare Zustände und sie hat das dann auch nicht, also es ließ sich auch ja nicht intern und nichts machen und so weiter und man hat sie gekündigt und dann hat sie zunächst gewonnen, dann sind die Berufungen gegangen, hat sie verloren vom Arbeitsgericht. Dann das Bundesarbeitsgericht war in Deutschland eigentlich dann schon für sie negativ ausgegangen. Sie hätte nicht mehr, also sie wäre da, hätte keinen Erfolg gehabt. Sie ist dann aber mit der Unterstützung auch der Gewerkschaft Verdi vor das Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gegangen. Und wider Erwarten hat sie dort Recht erhalten, nämlich dass sie die Benennung dieses Missstandes wurde benannt als freie Meinungsäußerung. Ja, also das darf man äußern. Man darf, wenn es einen Missstand auf der Arbeitsstelle gibt und ich äußere diesen Missstand, ist das meine Meinungsäußerung, das darf ich tun. Und genau genommen, wenn man betrachtet, jetzt die Gegenseite argumentiert ja so, ja, das, also man müsste eine Loyalität haben gegenüber der Firma, den Chefs oder so. Aha. Die Chefs wollen das ja eigentlich genau genommen auch nicht wirklich. Nicht wirklich. Dass man das verrät. Dass der Missstand so bleibt, wie er ist. Aha. Ich sagte mal, dieses Beispiel ist ja schon viele Jahre, Jahrzehnte her. Die Kontergan-Geschädigten. Ne? Da gab es ein bestimmtes Medikament. Das war nicht ausgewogen, das war nicht getestet, das war nicht klar. Das hätte man so nicht geben dürfen an schwangere Frauen. Es wurde aber gegeben und es gab halt viele, die dann eben, wo dann die Kinder kamen und ohne Arm, ne? Wo die Hand dann am Oberkörper gewachsen war. Und ich glaube, die Chefs damals, dieser Pharmaziefirma, ich glaube, die können heute nicht mehr so ihren Enkelkindern sagen, was sie getan haben. Opa, was hast du gearbeitet? Also werden die irgendwas erfinden. Also, und ich meine, es war halt auch, wer hat denn diese Folgeschäden realisiert? Wir. Die Bevölkerung dann auch, nicht? Durch unsere Steuergelder und so weiter. Ja. Natürlich braucht jemand so immer mal eine Reha-Maßnahme, eine Kur und so eine Integration in den Arbeitsmarkt. Also meinst du, hätte es da schon ein Whistleblower gegeben, der gesagt hätte, es ist nicht getestet? Natürlich, wenn da aus dem Labor einer sich hätte gewagt, es anzusprechen intern oder auch wirklich nach außen gegeben, natürlich, ja. Ne? Und deswegen ist das eigentlich auch im Interesse derer, die das unter den Teppich gefickt haben wollen, eigentlich auch, das ist so eine These von mir. Aber ob diejenigen das jemals so sehen werden, also wenn... Deswegen ist es auch wichtig, dass Whistleblower doch Erfolg haben, dass sie Unterstützung erhalten, was haben wir? Wir haben nur die Öffentlichkeit. Ja? Die Öffentlichkeit ist, wenn sie sich eine Sache nicht klären lässt, wenn es unter dem Teppich liegt, wenn es an die Öffentlichkeit kommt, das ist das Einzige, was dann eben da ist. Und es katastrophal ist es natürlich, wenn die Öffentlichkeit, wenn unsere Mitbürger einfach stumpf sind und sich gar nicht mehr dafür interessieren. Ja, meinst du, das wird mehr? Desto mehr Leute dazukommen. Seit wann gibt es das Netzwerk? Das weiß ich. Ich bin ja dazugekommen. Ich bin jetzt im Vorstand seit Anfang dieses Jahres und ich glaube, es ist jetzt 10 Jahre. Müsste ich gucken. Oh, schon so lange. Wie viele sind da dabei schon? Kann man das sagen? Entschuldigung, ich bin ein bisschen heiser. Ja. Naja, also
6 Leute im Vorstand und so um die 100 Mitglieder. Wow. Und so, also das auch ein bisschen durch ihre Mitgliedsbeiträge da ein bisschen da. Also der Punkt ist natürlich auch, dass man dann zusieht, so problematisch wie wir es hier in Deutschland ja noch haben. Ich sage nicht, also wir haben hier Rechtsstaatlichkeit. Es gibt die Chance. Es gibt die Chance zur Rechtsstaatlichkeit, dass man auch vor Gericht juristisch etwas erreicht. Ja, es ist ja in meinem Fall so gewesen. Ich habe da ein Stück weit, bin da an einen Arbeitsrichter geraten, der da positiv für mich geurteilt hat. Mhm. Wenn du Zeit hast, ich bin ein ungeduldiger Mensch offenbar, also 10 Monate waren für mich verdammt viel, aber also wenn man die Zeit hat, aber man braucht auch Geld natürlich, ja? Man braucht Geld. Ja? Also wenn du Geld und Zeit hast, hast du die Chance, zur Rechtsstaatlichkeit zu kommen. Und du hältst es natürlich auch viel besser aus und durch, wenn es ein paar Leute gibt, die sich mit dir solidarisieren, ja, wenn du da nicht ganz so allein stehst. Und alle anderen haben es schwer. Ja, schon. Also ich bin so jemand, der Mensch regulär ist ein soziales Wesen, nicht? Also wir brauchen die anderen. Ja. Und regulär eigentlich, um einvernehmlich miteinander zu leben. Und da sind wir wieder bei der Friedensbewegung. Ja, genau. Ja. Ja, du bist ja auch bei der Mahnwache dabei gewesen, hast du erzählt. Ja, hier ja. In Cottbus dann, oder? Ja. Und hier in Cottbus ist es auch, hat es eine gute Entwicklung insoweit genommen, dass sich dann aus der Friedensmahnwache dann auch die Dinge so entwickelt haben, dass sich da andere hinzugekommen sind, dass es inzwischen die Friedenskoordination gibt, wo auch Leute aus der Linkspartei da sind, Leute, auch gewerkschaftlich organisierte Leute sind da und so. Mhm. Dieses Jahr ist es sehr schön gelungen, muss ich sagen. Der Ostermarsch war ganz duftes, war der zweite Ostermarsch, den es gab hier in Cottbus und so. Ganz gute Beteiligung, war schön, war okay. Wir sind auch, also es kam auch, ans offene Mikrofon kamen auch Leute, die da nicht so Dinge geäußert haben, die wir nicht gut fanden und so, aber das ist dann auch so gewesen, dass sich dann auch jemand gefunden hat, der dann praktisch auch eine Erwiderung gegeben hat, also eine Rede, Argumente geliefert hat und so, und das ging so ein Hin und Her und so. Mhm. Und letztendlich blieben Leute, die uns da dann nicht gefielen, die blieben dann auch irgendwann weg, weil sie einfach mit diesen Argumenten nicht klarkamen und es waren auch Leute, die sich für sich später ausstellte, ja, das war einer, der hatte so kriminelle Dinge getan, regulär hat der da wenn es auch nur Sportwaffen waren oder so, aber der hat halt ein Sportwaffengeschäft gehabt und so. Oh. Naja. Das ist schlecht für die ganze Gruppe dann, ne? Ja, natürlich. Es ist natürlich auch, das hast du dann, wenn du jeden Montag da so eine Sache hast und auch vor das Mikrofon und kommen Leute, die da doch, regulär begrüße ich es immer, wenn Leute kommen, die jetzt vielleicht erst vor kurzem politisiert sind und sie sich dann vielleicht auch da äußern, wo man sagt, da müsste er noch mal diese eine Empfehlung mal bekommen, mal ein Buch zu lesen und so. Es werden ja nicht mehr so viele Bücher gelesen. Halt, auf jeden Fall. Und das nützt dann schon. Aber bei anderen, also bei denjenigen dort war es, also der auch da auftrat, rhetorisch gewandt und so. Und ja, also da musste, das hätte wirklich auch die Mahnwache hier soweit in ein ganz schlechtes Licht gestellt, wenn das dauerhaft da so geblieben wäre. Mhm. Und es war gut, dass da eben sich jemand fand und da mehrere fanden, die eben wirklich darauf eingegangen sind und so. Mhm. Und es war trotzdem eben auch eine Art und Weise, dass man jetzt sagt, also okay, wir nehmen das hin, das ist eine Meinungsäußerung und wir geben dazu einen Gegenstandpunkt und aber es ist halt immer gefährlich für die Mahnwache, ne? Wenn hier Leute dabei sind, die irgendwie mit recht politisch sich engagieren, das sieht man ja in der Friedensbewegung meistens nicht so gerne. Aber man kann ja das auch nicht verhindern, wenn man nicht weiß, was die Leute, die kommen, was die eigentlich für eine Gesinnung haben, ne? Das ist, ich glaube, bei jeder Mahnwache ist es sehr schwierig, ne? Ja, da finde ich, bin ich richtig happy über diesen Ablauf, wie es hier in Cottbus genommen hat, ne? Dass das dann so war, dass man wirklich auch, also derjenige kam ja auch immer wieder und hatte da immer wieder auch seine Dinge da so dargestellt da und keines dabei ist emanzipatorisch oder schon leicht ins Hetzerische gehende und so. Aber es ist schon okay, wenn man es auch, wenn es eben,
Also der Punkt ist ja aber, wenn es da niemanden gegeben hätte, der sich sagt, ja, da äußere ich jetzt oder habe ich genau jetzt, also ist auch mal so meine Sache, ich wüsste schon da, wie man dann wieder, aber nicht sofort. Ne? Also ich muss mit so ein bisschen jemand, der dann die Sache bedenken muss und so irgendwie im Nachhinein fällt mir ein, ja, hättest du mal dieses auf diese und jene Empfehlung gegeben oder dieses und jene Argument geliefert, das muss man ja auch erstmal so können. Nicht? Und das war aber da so der Fall auch bei den anderen. Und ja, deswegen, wenn das nicht erfolgt wäre, hätte er aufgrund seiner guten Rhetorik und so weiter wahrscheinlich da durchaus eine Anhängerschaft gefunden. Ne? Also hätten Leute ihm gut gefunden vielleicht. Aha. Weil Gründe zur Unzufriedenheit zu haben, gibt es auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wie lange bist du schon dabei eigentlich bei der Mahnwache oder bei der Friedensbewegung? Wann fing das bei dir an? Naja, jetzt, also ich kann es jetzt nur benennen bei der Montagsmahnwache. Nicht? Also die sind dann hier begonnen, war das jetzt vor 4 Jahren oder so? Das weiß ich gar nicht so ganz genau. 2014 fing es. Irgendwie so mit dazu gekommen dann auch. Und da waren dann auch Leute, die ich kennengelernt hatte, als ich rausgeschmissen war und wo sich so ein bisschen was gebildet hat, wo dann... Es gab zum Beispiel hier vor dem eben auch das, so eine Unterstützungskundgebung für den gekündigten Ingo Karas und so. Und das war ganz klasse. Also das war wirklich, also Solidarität ist eine ganz hervorragende Sache, wenn du da irgendwie dann da so bist. Und dann hast du auch diese Ohnmacht nicht mehr, weil was Ohnmacht mit einem machen kann, ist schon ganz schön arg. Also ich habe Aggressionen entwickelt, ja, also okay. Ich war so, ne, also bist du ohnmächtig, du hast ja, die schmeißen dich heraus und das war ja, ich habe mich voll identifiziert mit dieser Arbeit und alles und ich bin ja auch in dem klaren Bewusstsein gewesen, dass es berechtigt war, ne, gegen diesen Missstand das so zu tun und ja, und das zog sich alles hin und es blieb ja nicht bei dieser einen Kündigung, sondern die haben mir noch 3 weitere Kündigungen geschickt. Da musst du dir vorstellen, da kam da so ein Dienst-Mercedes da. Der Präsident hat einen schwarzen Mercedes als Dienstfahrzeug. Aha. Das kam dann so vorgefahren, dann wird dort die nächste Kündigung wird dir dann da so überreicht und so ein bisschen zu sagen, ja, wer bist denn du? Jetzt zeig dir mal, wer wir sind, ja. Und du hast dann so Ohnmacht. Du weißt nicht, wie geht's aus. Du hörst von anderen Whistleblowern, wie es denen ergangen ist. Es gibt sogar, also ich sagte ja vorhin, dass Whistleblower ausgesperrt werden. Sie werden auch eingesperrt. Mhm. Ja, auch in Bayern, nicht? Der Gustl Mollat. Mhm. Gustl Mollat, das ist ein psychisch krank ist, ja. Ja, natürlich. Du bist für verrückt und dann du bist dann eingesperrt, nicht? Und ich meine, wunderbar bei ihm auch. Also er hat ja dort, wo seine ehemalige Frau gearbeitet hat, bei dieser Bank, nicht, das hat damals hat man das nicht für möglich gehalten, dass Banken so agieren. Das hat er ja in seinen Briefen dort deutlich gemacht. Ja, und dann hat man seine ehemalige Frau und das Umfeld dort hat das eben geschafft. Mit einem falschen Gutachten. Nicht? Das kann passieren. Und, das sollte nicht passieren, aber es ist ihm passiert. Und hervorragend, wie er dann nach dieser, das waren es auch 7 Jahre, 7,5 Jahre, ne? Wie er nach 7,5 Jahren... das eingesperrt sei in dieser Anstalt dort, wie er mit mentaler Stärke herauskam, seine Grünpflanze da in der Hand hatte und so. Klasse, ne? Also, was hat er da gemacht mit der Pflanze? Jetzt habe ich gar nicht mitbekommen, was hat er da gemacht? Na, die hat er doch gehabt, nicht? Aha, so eine Grünpflanze. Okay, die hat er mit rausgenommen dann. Wichtig, dass er die wieder bei sich hat und das kann ich gut nachvollziehen. Das glaube ich, ja. Wenn du da so bist, so, dann hast du da so eine Grünpflanze, dann... Wow. Das kann dir ja was geben. Also, habt ihr da Kontakt zu ihm irgendwie aufgebaut, oder? Es ist ja jetzt auch relativ weit weg da. Ich bin jetzt nicht da, es gab mal eine Soli-Kundgebung für Gustl Mollat in Berlin. Bin ich hochgefahren, habe dort auch was geäußert und so. Es war die Zeit, wo ich rausgeschmissen war, da hatte ich auch viel Zeit, da konnte ich das, da ohne, innerhalb der Woche war da was und so. Und wäre toll, mal mit ihm bei einer Tasse Kaffee zu reden. Ich denke, dass ihr euch zusammen austauscht vielleicht. Aber ich glaube, er ist ja nun sehr populär geworden, sehr bekannt geworden und so. Ich glaube, also wenn da jeder mit ihm reden wollte, das wäre arg und so. Vielleicht ergibt es sich mal, weiß ich nicht. Hätte sein können, dass er das Netzwerk vielleicht unterstützt, dass er davon erfahren hat und sagt, das ist eine super Sache, ne? Okay. Ja. Das war damals, wo wollte er nicht, aber er hatte ja dann auch dann schon auch Unterstützer und so. Das. Okay, und was wünschst du dir für die Zukunft, für die Friedensbewegung, wie das weitergeht? Oder was würdest du dir wünschen, was anders läuft vielleicht?
Oder passt es alles so? Ja, naja, wir müssen halt, wir brauchen den langen Atem, nicht? Wir brauchen den langen Atem. Und wir sollten stetig bemüht sein, die gegenseitige Wertschätzung und dass wir uns nicht spalten lassen. Aha. Und es braucht sicherlich lange Zeit noch, auch dass es uns mehr gelingt, vielleicht auch andere noch mit zu sensibilisieren. Ja, und vor allem, dass die Leute genauso Mut haben wie du, ne? Dass sie sich einsetzen und sagen, ich traue mir jetzt was zu. Ich meine, andere gehen sogar ins Gefängnis. Du hast deinen Job verloren eigentlich. Ja. Hast du eigentlich nichts, ja, nicht für dich gekämpft, sondern für andere, eigentlich für Gerechtigkeit gekämpft. Also das sagt man ja eigentlich auch immer. Es fehlt einfach wieder ein bisschen mehr Mut von den Leuten. Wenn jeder ein bisschen mutiger wäre, würde die Welt, denke ich mal, anders aussehen. Ja, Organisation, Selbstorganisation. Ne? Also so ein Whistleblower-Netzwerk oder auch andere Verbünde, Netzwerke, ne? Ist natürlich gut, wenn man dann halt auch, also bis hin, dass es wir eben dann auch schaffen vielleicht, dass man dann halt sagt, ja, wie denn, will denn Deutschland gar nicht da mal was tun, ja, wie es andere schon haben vielleicht auch, ja, das ist eben dann, also es geht ja bis weit rein, es geht ja nicht nur jetzt Arbeiter, Leute, die jetzt lohnabhängig sind, sondern auch in bürgerliche Leute, also gibt es ja auch progressive Leute dabei, die das auch von der Ethik her, von der Moral her so betrachten, dass es notwendig ist, weil wenn eine Sache unter dem Teppich gekehrt bleibt, ja, das ist ja ein Missstand, nur wenn der Missstand öffentlich wird, es gibt die Chance, die Sache zu klären und die Gesellschaft hat dann insgesamt einen Nutzen davon. Mhm. Und ja, also der juristische Weg kann nützen und wenn wir dann so ein Whistleblower-Schutzgesetz haben werden und meinst du, das kommt? Die Zivilgesellschaft, dass einfach auch die Zivilgesellschaft auch immer mehr doch an Stärke gewinnt. Mhm. Meinst du, so ein Gesetz kommt? Sind Sie da dran irgendwie, oder? Ja, schon. Ja, bloß leider, das, was ich vorhin sagte, nicht, dass man dann irgendwie doch auch zur Bündnisfähigkeit findet, zur Einigkeit in der Sache. Ne? Mhm. Also das ist jetzt so eine parlamentarische Geschichte. Ich bin ja jetzt da nicht parteilich festgelegt und so. Ich habe es bloß gesehen. Ob es kommt, also wir sind da natürlich dran, aber ich bin der Ansicht, noch eher als wie dieses Schutzgesetz für Whistleblower ist halt einfach die Sensibilisierung der Zivilgesellschaft, dass wirklich allen, ich meine, dieses Wort Whistleblower, es wird in unsere Sprache einwandern, wir werden jetzt kein deutsches Wort dafür erfinden, ja, es wird so einwandern wie das Wort Service oder Flatrate, ja, sagt man jetzt auch nicht irgendwas anderes und dass Leute wissen, dass es hier, ihnen hier, Manning und so, die wirklich sehr viel riskiert haben, viel zu ertragen hatten, er ist ja nur dann herausgekommen und ja, dass wirklich die Zivilcourage, dass die mehr um sich greift und dass man es wirklich auch machen kann, weil man weiß, es wird Leute geben, die dich anonym unterstützen, aber eben vielleicht auch direkt und offen und so. Aha. Ja, ich denke schon irgendwie. Und also neben dem, dass wir eben dieses Schutzgesetz vielleicht doch irgendwie haben werden, ist es noch der bessere Schutz wirklich eben die Zivilgesellschaft, die sensibilisierte Zivilgesellschaft. Und es sieht politisch so aus, also man braucht ja für so eine Gesetzesinitiative, brauchst du natürlich dann die Parteien jeweils, die da so sich positionieren zu und dann das Parlament. Mhm. Es sah so aus, dass es bei der CDU und SPD-Regierung da in ihrem Koalitionsvertrag so einen Passus gab, also ein Prüfvermerk, also die SPD hat da eigentlich was, die haben da auch so einen Gesetzentwurf für, also es gibt in der SPD welche, die das da schon initiiert haben, einen Gesetzentwurf, wie er sein könnte. Aber seit dieser Regierungskoalition, die haben da nichts getan. Also all die Zeit jetzt hier, die 4 Jahre haben die nichts getan, die SPD-Leute da. Die CDUler, gar nicht. Aber da gibt es auch einzelne progressive Leute, die da schon auch eine gute Meinung zu haben und die das befürworten würden, ja, dass es dazu kommt. Dann gibt es einen Whistleblower-Gesetzentwurf bei den Grünen. Und auch von der Linkspartei, die ja beide jetzt hier in dieser Wahlperiode da in der Opposition waren, aber es nicht geschafft haben, dazu gemeinsam aufzutreten. Mhm. Und ja, also irgendwie, es gibt es da auch schon was bei den Parlamenten und so weiter, aber wir können aber das auch außer parlamentarisch. Ja, weil die einfach dann auch irgendwo aus irgendwelchen anderen Gründen das nicht so als wichtig erachten oder was und dann eben einfach da nicht zum Bündnis finden. Mhm. Und das ist uns ja auch
das haftet uns ja auch an in der Friedensbewegung. Ja? Das ist eben nicht, dass Leute, wo man sagt, ja, ihr müsst doch wirklich ein Bündnis zum Bündnis finden. Ne? Warum lasst ihr euch da irgendwie spalten? Ne? Das, die Spaltung in der Friedensbewegung meinst du jetzt generell, dass das überhaupt funktioniert? Ja, ja, ja. Zum Beispiel, also die neue Friedensbewegung und die alte Friedensbewegung gibt es gar nicht. Das ist ein Schmarrn, das sollte man lassen. Ja? Friedensbewegung ist Friedensbewegung. Es gibt Leute, die sind einfach schon älter, die sind schon lange dabei. Und so Leute wie ich jetzt, auch schon nicht mehr so das jüngste Semester, aber ja, also das ist ein Quatsch. Ne? Also Friedensbewegung ist Friedensbewegung und man muss halt so einen gemeinsamen Konsens. Und gerade hier in Cottbus muss ich es auch sagen, da habe ich es eben, wenn wir nachher vielleicht auch dann Leute da vorfinden, die wirklich also auch so sich zu sich selbst so das verinnerlicht haben, dass sie, auch wenn sie den anderen da vielleicht irgendwo aus bestimmten Gründen, vielleicht gäbe es Gründe, ihn irgendwie abzulehnen oder mit ihm dann nicht sich zusammenzustellen und so, es dann doch tun, weil sie eben punktuelle Übereinstimmung finden und nur so kann man vorankommen. Und auch nur so, das ist auch sowieso das Training halt zur Friedfertigkeit zu finden, ja, dass ich, es wird immer irgendwie jemanden geben, der hat eine andere Meinung, ja klar, den muss ich aber nicht bekämpfen. Es kann ja auch sein, dass ich momentan in meiner Meinung da vielleicht etwas nicht beachtet habe und ich muss offen bleiben für das Gegenüber, ja. Oft sieht man ja selber irgendwas vielleicht falsch und man ändert seine Meinung dann, ne? wenn man vielleicht mal die Meinung jemand anderen sich anhört, ne? Das stimmt schon. In der Friedensbewegung muss man offen sein, das finde ich auch, ja. Ja, wie viele Leute seid ihr hier in Cottbus, so also größtenteils, wenn ich fragen darf? In der Friedens-, also in der Mahnwache? Das ist ja ganz unterschiedlich. Es gibt manchmal Montage, wo du da vielleicht 20 nur hast, ne? Aber dann sind es auch mal wieder, also beim Ostermarsch waren wir da so 300. Ne? Wow, das ist aber schon viel. Ja, ja. Und ich meine, Cottbus ist jetzt nicht so eine große Stadt, sind so knapp immer 100.000 Einwohner. Ich bin allerdings noch aus einer viel kleineren Stadt hier in Brandenburg, haben wir diese vielen Kleinstädte natürlich und da ist Cottbus schon echt was. Ne? Also das war mir auch ich bin hier seit 7 Jahren, also bin jetzt für praktisch hier so 35 Kilometer hier in diese etwas größere Stadt gezogen und fand das richtig klasse, dass es hier auch Leute gibt, Aktivisten gibt, wo ich dann auch gleich mal so ein bisschen Anschluss gefunden habe. Und was in die Situation, in die ich dann durch meine Kündigung geraten bin, für mich gut war, weil ich hatte dann schon so ein bisschen ein Leute-Netzwerk hatte ich schon, nicht? Und es mir jemanden geben, der das hat als Einzelkämpfer so, das könnte ich gar nicht so durchstehen. Schwierig, ne? Ja, schwierig. Ich meine, gut, du hast natürlich auch wichtig, dass mal deine Familie, das war bei mir der Fall. Ja, in der Familie meiner Frau gab es jemanden, der hat auch eigentlich eine Meinungsäußerung getan oder die hatten sie auf dem Kika, der kam ins KZ. Ja. Wow. Und wenn du so jemanden, wenn du an so jemanden denkst, ja, dann sagst du, mein Gott, der war im KZ. Ja. Ja, ich hoffe, der war eingesperrt unter erbärmlichsten Bedingungen. Der hat seine Frau nicht erkannt, als er dann rauskam. Ja, der war so abgemagert und alles, ja. Die hat ja dann wieder gesund gepflegt. Und also was ist denn das? Was habe ich denn da? Das kann man jetzt überhaupt als Repressalie bezeichnen, wenn die mich da sozusagen, die haben mich nicht gekündigt, sie meinten dann, ich bin freigestellt. Freigestellt, das klingt ja erstmal gut, du bist frei. Du bist freigestellt, du kannst, musst jetzt nicht zur Arbeit kommen, du bist freigestellt. Das ist die Sprache der, der Gegenseite. Wow. Ja. Naja, okay. Nee, ja. Es geht voran. Geht voran. Also ich finde es trotzdem klasse, dass es solche Leute gibt, die so mutig sind und was machen. Und ich hoffe, dass da noch mehr so sind wie du. Ne? Ja. Genau. Dann bedanke ich mich einmal. Wir gehen jetzt dann weiter und werden uns noch Leute von der Mahnwache treffen. Ne? Mhm. Okay, alles klar. Danke.